Zu Lieg vorzustellen. Michael Zu Lieg ist ein Kritiker des ESM, des Europäischen Stabilitätsmechanismus, und ansonsten in erster Funktion, glaube ich, sagen zu dürfen, in erster Funktion, muss man hier genauer hingucken, ist er ja eigentlich der Chef der Liberalen Partei der Slowakei. So kann man das sagen, nicht? Kurz und bündig. Und was er noch schon mal von sich gegeben hat, ist auch sehr interessant, nämlich die Rettung des Euro bedroht Europa. Da sind wir, glaube ich, ganz gespannt, wie er das gemeint hat. Also, Herr Zu Lieg, Sie sind an der Reihe. Dankeschön. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte mich zuerst bei den Organisatoren für die Einladung bedanken. Und bin also recht überrascht, positiv überrascht, wie viele Leute da sind. Ich würde gerne zuerst ein paar Worte zu mir sagen und dann komme ich zu der Europapolitik. Also ich bin geboren 1968 in der damaligen Tschechoslowakei, also dort war es ein Revolutionsjahrgang. Und als Zwölfjähriger im Jahr 1980 sind wir nach Deutschland emigriert. Ich habe hier in München gewohnt und dann auch später studiert. 1990, also 10 Jahre später, das war bereits nach der sogenannten Samtenen Revolution, wieder in der Tschechoslowakei, bin ich also dorthin zurück, habe eine Firma gegründet und mich erst einmal vergraben. Dann 2002 wurde ich zum Berater des damaligen Finanzministers ernannt und war verantwortlich für die slowakische Steuerreform. Also das war eine 19-prozentige Flat Tax auf alle Einkommen, aber nicht nur die, das war auch gleichzeitig Abschaffung von Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer, Grunderwerbssteuer und auch die Dividendensteuer haben wir abgeschafft. Slowakei ist zum Beispiel, ich denke, das einzige Land in der Europäischen Union, das die Dividenden nicht besteuert. Ich denke, wenn man in Deutschland so etwas machen würde, eine Flat Tax, dann könnte das, wenn man gleichzeitig die Ausnahmen streicht, wir haben in der Slowakei mehr als 100 Ausnahmen gestrichen, im deutschen Steuerrecht gibt es 500 Ausnahmen, wenn man die meisten davon streichen würde, dann könnte man vielleicht eine 15-prozentige Flat Tax, eine 15-prozentige Einheitssteuer einführen, ohne dass das Steueraufkommen sinken würde. Es würde natürlich auch zu einer großen Vereinfachung führen. Das deutsche Steuerrecht hat ca. 200.000 Seiten und das slowakische hat 200.000 Wörter und das slowakische hat 30.000 Wörter. Das macht schon was aus. 2006, also 4 Jahre später, wurde ich wieder zum Berater des Finanzministers, diesmal aber des roten Finanzministers. Da gab es eine Wahl dazwischen und die Sozis kamen bei uns an die Macht und ich habe dieses Angebot angenommen, um eben die Flat Tax zu verteidigen. Gleichzeitig wurde auch über Euro in diesem Zeitraum entschieden. So Herbst 2006 fielen die wichtigsten Entscheidungen darüber, ob jetzt die Slowakei der Eurozone beitritt oder nicht. Dazu komme ich gleich. 2009 habe ich dann eine liberale Partei gegründet. Ein Jahr später sind wir nicht nur ins Parlament gekommen, sondern auch hier in eine Regierung, in eine Viererkoalition. Ich wurde zum Parlamentspräsidenten ernannt und dann Oktober 2011 kam eine Abstimmung über die, also Frau Ulrike, wenn die da ist, dann möge sie bitte. Also im Oktober 2011 kam in der Slowakei kam es zur Abstimmung über die Erweiterung des befristeten Rettungsschirmes. Da haben wir nicht mitgemacht und ja, es war Ende mit der Regierung, weil der damaligen Regierungschefin ist nichts Besseres eingefallen, als diese Frage mit der Vertrauensfrage zu verbinden. Und ja, hat sie sich wohl geirrt, dass wir da einknicken. Jetzt komme ich. Dankeschön. Und wir waren ja zu der Zeit ja bereits gestärkt in dem Glauben, für die richtigen Sachen zu stimmen, weil nämlich im Juli 2010, da war ein Monat waren wir in der Regierung,
hat man bei uns im Parlament über die erste Griechenlandhilfe entschieden. Also das waren noch nicht diese Rettungsschirme, sondern das waren die bilateralen Verträge. Und Slowakei hat als einziges Land nicht zugestimmt. Immerhin haben wir unseren Sparern 800 Millionen Euro gespart. Und ja, für die kleine Slowakei ist schon viel Geld. Komme ich jetzt also zurück zum Jahr 2006. Ich war also zum zweiten Mal Berater des Finanzministers, diesmal bei den Roten, und war eben dafür da, dass die Flat Tax nicht zerstört wird. Das ist auch gelungen, aber wie ich bereits gesagt habe, wurde damals recht intensiv diskutiert, ob die Slowakei der Eurozone beitreten soll oder nicht. Wobei ich muss sagen, die meisten Stimmen waren dafür und ich auch. Weil nämlich zu der Zeit kam immer wieder der zuständige Eurokommissar, der Herr Almunia, zu uns zu Besuch und hat gesagt, wir sind ein solider Verein. Bei uns gelten Regeln, wir nehmen nicht einfach so irgendjemand auf, der daherkommt. Und wir haben sehr strenge Regeln und die müsst ihr alle erfüllen. Und wenn ihr das tut, dann werden wir euch aufnehmen. Und dann habe ich mir gesagt, na, das ist toll, also da müssen wir hin, das ist noch gute Regeln und klarer Pacta Boni Amici und so weiter. Hat uns noch, zu der Zeit ist es noch passiert, auch ein baltisches Land wollte der Eurozone beitreten, Lettland oder Litauen, ich verwechsle das immer wieder, wobei ich nicht verstehen kann, dass jemand Slowakei und Slowenien verwechselt, aber Lettland oder Litauen, eins von diesen beiden Ländern, hat das Inflationskriterium nicht erfüllt, und zwar um 0,07 Prozentpunkte. Das heißt, anstatt 2,5 Prozent Inflation hatten die 2,57. Und da hat der Herr Almunia gesagt, nein. Und die wurden eben nicht aufgenommen, können heute dem Herrn Almunia danken. Das alles ist 7 Jahre zurück. Man möchte denken, das ist 100 Jahre zurück, aber da sieht man, wie schnell sich die Sachen ändern. Ein anderes Maastricht-Kriterium ist zum Beispiel 60% Gesamtverschuldung. Ja, aber von 60% spricht ja heute niemand mehr. Sind alle froh, wenn es unter 100 ist. Und alle schließen beide Augen, zum Beispiel bei Griechenland, wo es 170% sind. 2007, im Herbst 2007, also ein Jahr später, bei uns wurde bereits entschieden, dass wir der Eurozone beitreten werden, kam der tschechische Präsident, der Václav Klaus, zu uns zu Besuch und bei der anschließenden Pressekonferenz hat er gesagt, naja, ich hoffe, eure Ökonomen haben das gut durchgerechnet, weil ich sehe da die Vorteile nicht so eindeutig. Und dann habe ich gedacht, naja, der macht ja bloß die Not zu Tugend, weil damals hat die Tschechei die Kriterien eben nicht erfüllt. Slowakei hat sie alle erfüllt, die Maastricht-Kriterien. Leider muss ich heute sagen, der Herr Klaus hat eben weiter gesehen als nur bis zu seiner Nasenspitze. Also, Slowakei hat den Euro angenommen zum 1. Januar 2009 mit ganzem Stolz. Wir waren jetzt das stolze Mitglied der Familie dieses soliden Vereins. 2009 war das. Ja, 4 Jahre, nicht einmal 4 Jahre, das ist oder 4 Jahre und irgendwas. Ein Jahr später, also Anfang 2010, und das ist nicht einmal 4 Jahre zurück, hieß es auf einmal, naja, die lieben Griechen werden vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten haben bei der Finanzierung. Aber da hat sich eben der damalige Premierminister, der Herr Papandreou, beeilt zu sagen, keine Angst, wir schaffen das, wir werden keinen Cent brauchen. Dann später hieß es nicht mehr, die werden keinen Cent brauchen, sondern es hieß, die werden alles zurückzahlen. Und bräuchten dann so 30 Milliarden sollten reichen. Dann später waren es 50 und wie wir heute wissen, das erste Rettungspaket waren zum Schluss 110 Milliarden. Wobei das Ganze ist innerhalb von 4 oder 5 Monaten geschehen. Also im Januar hieß es kein Geld und im Juni oder wann 2010 hat man diese 110 Milliarden Rettungspaket beschlossen. Das ist dieses Paket, was Slowakei nicht teilgenommen hat.